Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Need for Speed Shift. Im letzten Part haben wir die Car Battles gemacht und die fand ich ja nicht wirklich ganz so cool. Und deshalb machen wir heute mal da mit den Mixed Events. Das sind glaube ich alle Events einfach komplett random. Also es können Rennen sein, es können Zeitrennen sein, es können Driftrennen sein, es können blablabla sein, ne? Du hast einen neuen Wettkampf freigeschaltet. Bei diesem Wettkampf haben wir einen Mix aus Rennen, Zeitrennen. Du musst also deine Vielseitigkeit zeigen. Außerdem werden wir das erste Mal nach Laguna Seca fahren. Chad Ismet, der türkischen Terrier... oh Gott, ich kann gerade nicht lesen. Chad Ismet, der türkische Terrier. Ismets Fahrstil gleicht einem kleinen Hund, der dir immer an den Fersen klebt und über die Strecke fegt. Pass gut auf, wenn du ihn im Spiegel siehst. Ich glaube, der fordert uns raus, wenn wir alles geschafft haben, ne? Ja, genau. Genau, das wusste ich. Das erste ist ein Rennen auf dem Spa-GP. Moment mal. Da fällt mir gerade was ein. Ich habe zwar das Rennen jetzt gestartet, aber wir haben doch noch gar keinen Wagen für Klasse 2 gekauft, oder? Wenn ich jetzt mit meinem BMW da rumgurke, dann werde ich das Rennen kurz nochmal abbrechen und wir kaufen uns einen neuen Wagen. Weil mit meinem BMW werde ich das nicht schaffen auf Stufe 2. Das könnt ihr vergessen. Außer ich bekomme jetzt einen Wagen gestellt. Dann okay. Ich fahre mit meinem BMW. Alright. Muss ich nochmal kurz beenden. Tut mir wahnsinnig leid. Habe ich nicht mehr dran gedacht. Tut mir wirklich leid. Aber gut, dann kaufen wir uns halt jetzt noch schnell einen Wagen. Ist ja gar kein Problem. Wo machen wir das denn? Meine Wagen. Ah, Autohändler. Ich bin so blind. Ich hätte gerne einen Stufe 2 Wagen, weil wir sind jetzt auf Stufe 2. Mhm. Einen schönen BMW. Chevrolet. Und Porsche. Porsche wäre natürlich auch was richtig Nices. Welchen hatte ich nicht damals? Ne, ich hatte nicht den Dodge. Der Dodge sieht einfach so verdammt geil aus, aber der kann halt nichts, ne? Ich frage mich gerade, welchen Wagen ich damals immer genommen habe. Den Audi? Nee. Welchen Wagen habe ich denn damals immer genommen? Ein Ford? Alter, sieht der geil aus! Aber, nee. Also wir nehmen entweder den Porsche oder den BMW. Obwohl der Chevrolet... Ich glaube, wir nehmen sogar den BMW. Wir nehmen den BMW. Wir brauchen den BMW. Weil Porsche... Ich glaube, der war ein bisschen schlechter. So, jetzt machen wir nochmal das Rennen auf Spar. Diesmal mit unserem neuen BMW. Nicht mit unserem alten. Hatten wir vorher auch einen BMW? Hatten wir einen? Ich bin mir da gerade unsicher. Ich glaube aber ja. Ich bin einfach blöd, Leute. Also, wisst ihr ja. So. Jetzt will ich aber mal hier den Spar-GP. Ja, den will ich jetzt mal ordentlich gewinnen. Am besten so mit 5 Sekunden Vorsprung. Schaffe ich eh nicht, aber alles gut. So. Naja. Eliminator, auch ein geiler Wettkampf. Den habe ich damals auch bei Burnout immer sehr geliebt. Da wird, glaube ich, nach jeder Minute oder so der letzte Platz wird eliminiert. So. Oh, der Start war gar nicht so scheiße. Der Start war gar nicht schlecht. Okay. Alright. Drehe 4 Gegner um. Was habt ihr denn geraucht? Wenn ich Gegner umdrehe, ist das meist aufs Glück. Und nicht, weil ich es kann. Das ist euch hoffentlich bewusst. Gib mir deinen Windschatten.
Zählt das als umgedreht? Ich glaube nicht, ne? Ah, jetzt wird er mir natürlich wieder vorne weg, ey. Okay. 1200 Punkte. Ist auch eine Menge. Alright. Boah, die fahren gut da vorne. Die fahren echt gut. Respekt. Da wollte ich erstmal rankommen. Aber ich hoffe, das schaffe ich. Weil, wie gesagt, die fahren gut. Die fahren wirklich extrem gut. Wohl jetzt vielleicht, weil ich in den Kurven vielleicht ein bisschen besser bin. Bin mir da gerade unsicher. Oh, ich komme da vorne nicht ran. Ganz im Gegenteil, der Pisser neben mir will auf einmal Bock. Ja, der will Bock. Der hat Bock. Hätte ich mir doch einen anderen Wagen nehmen sollen, oder was? Wir sind doch auf Stufe 2, oder? Oder sind wir schon auf Stufe 3? Ich glaube nicht. Jawohl. Hat der eine gerade abgekürzt? Nee, hat er nicht. Okay, wir haben Platz gut gemacht. Und nochmal eine Kurve gemeistert. Dann nehme ich mir jetzt hier erstmal schön Windschatten von dem. Und dann nehme ich den als Wand. Presse mich von ihm ab und fahre weiter. Gut, wir sind Vierter, Leute. Nur noch die Top 3 da vorne. Aber die haben natürlich jetzt ein bisschen Vorsprung, weil ich gerade halt ein bisschen verkackt habe. Ne? Oh, das hat auch nur 2 Runden. Das heißt, wir sind jetzt schon in der letzten Runde. Oh nein, der eine ist viel schneller als ich. Der eine ist viel schneller als ich. Verpiss dich. Ich habe ihn gedreht. Verdammte Scheiße. Nein. Kacke. Alter, die ersten drei sind so weit vorne, ne? Wow. Okay. Ja, vielleicht fahre ich ja jetzt ein bisschen besser. Schön. Okay. Ah, das war leider nicht so gut genommen. Das war nicht so gut genommen. Aber ich komme näher an die da vorne ran. Aber das Blöde ist halt, wie gesagt, das ist die letzte Runde. Also ein Podiumsplatz wäre schon schön. Nein, 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 nein. Der hinter mir verpisst sich, bitte. Der verpisst sich wirklich, bitte. Oh, ich komme nochmal an die Vierergruppe da vorne ran. Nice. Oh, schaffe ich es doch nochmal in die Top 3? Oh nein, die sind auf Geraden echt gut. Die ziehen von mir weg. Die ziehen von mir weg. Meine Hoffnung ist jetzt gleich da hinten die Doppelkurve. Alright, die Doppelkurve kommt da jetzt. Die Doppelkurve kommt da jetzt. Nein! Okay.
Hoffnung ist die letzte Kurve. Oh, ich muss ja nur Dritter werden, ich muss ja nur Dritter werden. Jetzt nicht überholen lassen, nicht überholen lassen. Da hinten ist das Ziel. Schaffen wir es auf dem Podium. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Jawohl, 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 das sieht gut aus. Das. Oh, wir haben den Podiumsplatz. Den wollte ich. Oh. Dritter. Ey. Kein gutes Rennen von mir. Schade, nur 3 Sterne, aber Gott. Neues Level, Fahrerlevel Nummer 9. Dafür bekomme ich erstmal 60.000 Dollar und Wappen. Dritter Platz oder besser in 10 Events. Alles klar. Okay. Ja, wie gesagt, das war kein gutes Rennen von mir. Das hätte ich besser fahren können, definitiv. Aber im Endeffekt bin ich mit dem Podiumsplatz sehr zufrieden, weil die waren nicht schlecht, die Gegner. Die waren nicht schlecht. Die sind gut gefahren. Und ich kam mit meinem Auto auch irgendwie gar nicht ran. Warum auch immer. Ich bin ja auf Stufe 2 eigentlich. Aber gut. Rennen in Laguna Seca. Das ist das, was wir neu freigeschaltet haben, den Ort. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Das Blöde ist, dass die Rennen, ihr seht, die werden jetzt länger. Und das ist halt blöd, dass ich dann irgendwie nur 3 Rennen pro Part schaffe, weil ein Rennen, habt ihr ja eben gerade gesehen, das geht 6 Minuten. 2 Rennen sind schon mal 12, 3 sind 18. Ja, ist lang. Aber gut, wir gucken uns jetzt erstmal Laguna Seca an und dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass ich da jetzt mit meinem Auto irgendwie ein bisschen besser vorankomme. Ich könnte mein Auto natürlich auch upgraden, aber irgendwie, ich habe nie meine Autos geupgradet. Aber habe ich wirklich nie. Ich weiß nicht, ob das auch irgendwie was bringt. Noch ein paar Sekunden bis zum Grünlicht. Oh Gott, war der Start grottig. Oh Gott, war der. Oh Gott. Ich habe nie einen schlechteren Start hingelegt. Aber egal. Boah, ich glaube, das ist diese Strecke, die ich so unglaublich hasse. Alright, alright, alright. Ich glaube, den Typen habe ich gerade das Leben genommen. Ich glaube, der Typ ist tot. Also, so wie der sich überschlagen hat, das war nicht gesund. Aber wenn der sich mir in den Weg stellt, ja, hat er Pech. Dann muss er damit leben. Ich meine, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Oh, der hat sich verbremst. Der ist einfach geradeaus gefahren. Das ist ein geschenkter Platz. Aber natürlich, die Top 3 da vorne, die fahren wieder richtig gut. Die fahren wieder richtig gut. Aber diesmal habe ich, glaube ich, ein bisschen besseren Start sogar erwischt. Also dafür, dass der Start richtig grottig war, bin ich dann doch recht gut wieder rangekommen. Die Strecke scheint natürlich ein bisschen kürzer zu sein als die andere. Okay, die Kurve war gerade richtig schrecklich. Aber mal schauen. Das Einzige, was ich brauche, ist ein Podiumsplatz. Mehr brauche ich definitiv. Jetzt mal hier bremsen, dann schön um die Kurve. Da hat sich schon wieder einer verbremst. Seht ihr das auf der Map? Das ist komisch. Okay, 185 km/h erreichen war ein Stern. Den habe ich gar nicht mitbekommen. Boah, die ersten drei, ne? Bitte lass sich da auch irgendeiner verbremsen. Wenn sich von denen keiner verbremst. Oh Gott, nicht der schon wieder. Geh doch einfach weg. Fahr doch einfach nach Hause. Ich glaube nicht, dass sich von den ersten drei einer verbremsen wird. Alter! Scheiße! Komm, gib mir Windschatten, gib mir Windschatten, gib mir Windschatten. Nein, nicht davonziehen.
Jetzt habe ich mich wieder verbremst. Alter, ich hab dich. Warum sind die Rennen auf einmal so schwer? Ich hab die echt nicht mehr. Warum sind die so. Ohne Mist, als ich das damals für mich gespielt habe, ich hab das Spiel durchgeruhlt. Bin gefühlt immer Erster geworden. Ich habe auch auf normal gespielt. So ist das jetzt nicht. Ist jetzt nicht so, als hätte ich damals irgendwie auf einfach oder sowas gespielt. Ist wirklich nicht so. Entweder ist meine Karre einfach nur beschissen. Oder irgendwas stimmt hier nicht. Ja, kein Podiumsplatz für mich, ne? Komm, überhol. Ja, komm, der kann mich auch noch überholen, wenn er Bock hat. Ja, na, ich bremse den aus. So. Ja, wow, super. Danke für nichts. Ey. Ich krieg hier trotzdem meine 3 Sterne, ne? Das ist das Gute, dass ich trotzdem meine 3 Sterne krieg. Oh, berühre 100 Gegner. Und überhole 25 Gegner. Sauber. Sauber. Nicht dreckig. Sauber. Ja, wenn ich jetzt hier keinen Podiumsplatz erreiche, dann kann ich den Herausforderer eh nicht herausfordern. Aber das ist eh wieder ein Wagenduell, ein Car-Battle. Also interessiert mich das eh nicht. Ich möchte einfach nur jetzt ein paar Punkte holen. Damit wir so schnell wie möglich auf Stufe 3 hochkommen. Können. So. Bevor mir aber jetzt, bevor ich jetzt gleich den Part beende. Okay, serious. Zeige ich euch noch Driftrennen. Was war neuer Wettkampf freigeschaltet. Das hier wird dein erstes Drift-Event sein. Hier zählt nicht nur dein Tempo, sondern auch dein Style. Denk dran, die Handbremse zu benutzen, dein Tempo zu halten und so nah wie möglich an den Pylonen vorbeizufahren. Ich werde das eh nicht schaffen, Leute. Driften ist die Kunst, den Wagen am Limit zu steuern. Leite den Drift mit der Handbremse ein und halte ihn gefühlvoll mit Gas und Bremse. Eine Mischung aus Geschwindigkeit, Winkel und Distanz. Ihr fahrt 3 Runden. Sieger ist der Fahrer mit dem besten Gesamtergebnis. Leute, ich kann Driftrennen überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe da letztens, jetzt am Wochenende, war ich bei meinem Cousin, also für euch das letzte Wochenende, weil da kamen ja auch keine Videos. Und ich habe mit denen auch über Need for Speed geredet. Weil er war auch eigentlich immer ein Need for Speed Fan. Und auch über das Spiel hier. Und ich habe denen auch erzählt, ich kann absolut keine Driftrennen. Ich kann wirklich überhaupt keine Driftrennen. Ich konnte das noch in keinem einzigen Need for Speed. Noch nie. Ich weiß nicht warum. Ich konnte es nie erlernen. Ich war einfach zu blöd dafür. Soll ich gebe jetzt mal meinen Tipp ab. Ich schaffe 5 Punkte. Okay, auf geht's. Boah, Alter. Das Lenkung von denen, ey. So schrecklich. Wow, immerhin verbessere ich mich. Ey, Alter, ich komme mit dieser Lenkung nicht klar. Ohne Witz. Und vorbei. Ist nur eine Runde, Leute. Wir haben 240 oder sowas. Das ist immerhin das Vielfache als das, was ich gesagt habe. Ich bin trotzdem Letzter damit, weil... Es gibt noch eine zweite Runde. Ja, 1100... Ich kann das nicht. Es gibt sogar 3 Runden. Wollt ihr mich verarschen? Nein!
Kann ich einfach die ganze Zeit im Kreis, im Kreis driften? Boah, ich versuche da ja wirklich gegenzulenken, ne? Aber es geht einfach überhaupt nicht. Es geht einfach überhaupt nicht, Leute. Ich kann kein Driften. Ich weiß, ihr lacht mich gerade übelst aus. Zu Recht auch. Da dürft ihr mich wirklich gerne auslachen. Da habe ich auch nicht anders verdient. Ich kann es nicht. Boah, du kannst da auch echt nicht gegenlenken. Das kannst du echt nicht. Ich dachte gerade, das Rennen wäre für mich vorbei, weil die Zeit abgelaufen ist. Das Geile ist ja sogar, dass ich sogar noch einen Stern bekomme, weil ich die 500 Punkte erreicht habe. Das ist eigentlich wirklich das Geilste. Und da bin ich im Ziel rückwärts. Oh Mann, ey. Driften ist für den Arsch. 125. Ich bekomme aber einen Stern. Ich bekomme einen Stern. Den habe ich aber auch verdient. So. Den habe ich mir verdient. Ah, echt, ey. So schlimm wie ich kann man nicht sein. Kann man nicht sein. Nehmt euch kein Beispiel an mir beim Driften? Absolut nicht. Ich kann das wirklich nicht, Leute. Ich kann. Wenn ihr jetzt denkt, ich habe das alles nur gespielt, nein. Nein, das war gerade ein wahrer Versuch. Leute, uns fehlen aber nur noch 2 Sterne, um Stufe 3 freizuschalten. Und Mixed Events, ja, Gott, die kennt ihr ja jetzt, ne? In diesem Event besteht jeder Wettkampf aus einer Serie. Denk dran, du bekommst Punkte für deine Platzierungen. Gute Platzierungen sind also entscheidend. Außerdem musst du hier jeden Fahrstil beherrschen, da Rennen, Zeitfahren und Drifts auf dem Programm stehen. Also absolut nichts für mich. Eine Rennserie, Zeitfahrserie, Driftserie, okay. Und das hier sind die europäischen Series. Einer der größten Wettkämpfe in Europa und die Gelegenheit, gegen die europäischen Topfahrer anzutreten. Nur in Europa hergestellte Wagen dürfen an diesem Wettkampf teilnehmen. Thomas Riddell und so weiter, der dich herausfordert, wenn du es geschafft hast. Und so weiter. Genau. So, das sind auch ganz normale Rennen und Drifts und was auch immer. Leute, das ist jetzt nichts, was ich euch jetzt wirklich noch hundertprozentig zeigen muss. Alles. Ich schätze mal, sobald wir die 80 Sterne haben, gehen wir sofort auf Stufe 3. Weil, wie gesagt, das ist wirklich nichts, was jetzt irgendwie neu ist. Das sind einfach nur ein paar Rennen aneinander geklatscht oder einfach nochmal zufällige Sachen und so weiter. Sollten uns aber irgendwann mal Sterne fehlen, können wir ganz gerne wieder hier drauf zurückgreifen, weil normale Rennen, da hole ich immer irgendwie Sterne und so weiter. Falls wir irgendwie in Stufe 3 dann irgendwie nichts mehr übrig haben und so, ne? Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schaltet im nächsten Part wieder ein, dann machen wir, keine Ahnung, vielleicht mal eine Serie, vielleicht einfach nur auch wieder ein paar normale Events, ob Europa oder Mixed. Mal schauen, je nachdem, worauf ich da gerade Bock habe und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Würde mich sehr freuen. Ich sage bis dahin, tschüss.